Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll es um ein wunderbares Buch gehen mit dem Namen Der reichste Mann von Babylon. Nach dem Intro erkläre ich euch weiter. Der reichste Mann von Babylon. Ich erzähle euch heute mal 5, 6 Sachen aus dem Buch, was wirklich sehr zu empfehlen ist. Die 5 Gesetze des Goldes. Gesetz 1. Das Gold fließt mühelos jenem Mann in reicher Fülle zu, der nicht weniger als ein Zehntel seines Einkommens zur Seite legt, um sich für die Zukunft, für sich und seine Familie ein Vermögen zu schaffen. Spare 10% jeden Monat. Also wenn du 500 Euro im Monat verdienst, dann sparst du doch bitte 50 Euro jeden Monat. 10% sparen. Kontrolliere deine Ausgaben. Dein oder andere mag jetzt sagen, also 10% ist so viel, das kann ich nicht sparen. Du wirst aber sehen, sobald du mal einen Finanzplan erstellst und deine Ausgaben vernünftig mal auflistest, wirst du sehen, dass da Ausgaben bei sind, die müssen nicht sein und sind auch sehr sinnlos. Gesetz 2. Gold arbeitet sorgfältig und zufriedenstellend für den klugen Besitzer, der für es eine gewinnbringende Arbeit findet. Das Gold wird sich dann vermehren wie eine Herde auf der Weide. Gelegenheiten nutzen und Risiko eingehen. Bezieht sich jetzt auf das Investieren. Die 10%, die du monatlich sparst, sollst du natürlich investieren. Nicht für einen Urlaub ausgeben oder irgendwas, sondern investieren. Gesetz 3. Gold ist auf die Fürsorge des vorsichtigen Besitzers angewiesen, der es unter der Anleitung kluger, erfahrener Männer investiert. Gesetz 4. Gold zerrinnt jenem Mann zwischen den Fingern, der es in Geschäfte oder Vorhaben investiert, die ihm nicht vertraut sind oder die erfahrene Männer missbilligen. Entweder fragst du Leute, die Ahnung haben in dem Bereich, in dem du investieren möchtest, oder du eignest dir selber Wissen an. Also wenn du gelernter Maurer bist, 10% sparst, dann würde ich davon abraten, in irgendwelche Solarenergie-Themen zu investieren. Es sei denn, du kennst da jemanden und kannst ihm vertrauen, dann kannst du auch in die Riege rutschen und da investieren. Gold ist für denjenigen verloren, der es in unrealistische Vorhaben steckt oder auf die verlockenden Empfehlungen von Betrügern und Spekulanten hereinfällt. Oder es aufgrund seiner eigenen Unerfahrenheit und seiner romantischen Wünsche investiert. Nicht 100% in nur eine Investition stecken, sondern wenigstens 5 verschiedene Investitionen tätigen in verschiedenen Bereichen. Denn umso breiter du das fächerst, umso sicherer ist es auch zu gewinnen. Also der Verlust wird geringer, wenn du es breiter auffächerst. Ja. Mehr möchte ich auch gar nicht petzen, ist ja hier nicht die Stasi. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video ein Like. Und achso, der Link ist natürlich in der Beschreibung zu dem Buch. Und Leute, wie immer, ganz wichtig, abonnieren. Bis demnächst.